Tag 105 auf unserer Fahrradweltreise und das KZ. Als wir heute Morgen unser Zelt abbauten, ist Paulina nochmal vorbeigekommen und hat uns einen Kaffee angeboten. Mann, hat der gut getan in dieser Kälte. Gestern Abend hatte ich beim naheliegenden Hotel angerufen und nachgefragt, ob wir unsere Räder für ein paar Stunden hier abstellen dürften. Glücklicherweise haben diese zugestimmt, also haben wir die Räder abgestellt und sind zum Eingang des KZs gelaufen. Es ist lange her, dass wir so viele Touristen wieder auf einem Haufen gesehen haben. Inzwischen sind mehrere Monate seit dem Besuch vergangen und es fällt mir noch immer schwer, darüber zu sprechen. Seien wir ehrlich, wir haben alle in der Schule die Fakten über den Zweiten Weltkrieg gelernt. Es ist aber nicht ausreichend, nur die Fakten zu kennen. Man muss auch die Geschichte dahinter kennen. Und nur die Geschichte zu kennen ist nicht das gleiche wie an diesem Ort zu sein. An dem Ort zu stehen, wo Millionen von Menschen deportiert wurden und ihr Leben verloren haben. Hoffentlich lernen wir irgendwann aus dieser Geschichte und diese wiederholt sich nicht.